Thema zeigen, das im Ankündigungsvideo schon vorhanden war und vielleicht für manche ein bisschen versteckt war, aber eine sehr spannende neue Möglichkeit enthält. Und zwar möchte ich zeigen, wie man Locus Map Pro auf einem PC installiert und verwenden kann. Jetzt wird natürlich die erste Frage sein, wozu das Ganze überhaupt? Nun ja, das Tolle daran ist, dass es damit möglich ist, exakt die gleiche App zum Planen der Routen und Reisen auf einem PC zu verwenden, wie man später am Motorrad zum Navigieren verwendet. Locus Map Pro ist eine sehr leistungsfähige und sehr gute App zum Navigieren On-Road und Off-Road auf Android-Devices und kann man daher auf verschiedenen anderen Devices, auch Rugged-Devices oder auch einem Device wie dem Capita hervorragend zur Motorradnavigation verwenden. Der richtige Vorteil wird sichtbar, wenn man das mit klassischen Lösungen vergleicht. Klassische Motorrad-Navigationslösungen beruhen darauf, dass man auf einer Plattform, Garmin Explorer, Kurvika.de, was auch immer, oder auch einer App, einer Anwendung wie zum Beispiel Basecamp, seine Routen offline plant oder online plant, aber auf dem PC plant und anschließend an das Navigationsgerät überträgt. Das Navigationsgerät muss dann die Routen mit seiner eigenen Logik wieder interpretieren, was dazu führt, dass das Ergebnis beim Fahren durchaus von dem Planungsergebnis, das man vorher auf der Plattform hatte, abweicht. Der große Vorteil ist, verwendet man beide Male exakt die gleiche Anwendung, kommt genau die gleiche Berechnungslogik zum Tragen, können exakt die gleichen Karten verwendet werden am gleichen Stand und kann so sicherstellen, dass die Ergebnisse nicht mehr voneinander abweichen. Ich werde euch jetzt zeigen, was man tun muss, um Locus Map Pro am PC zum Laufen zu bringen, welche Schritte hier notwendig sind, wie man dies einrichten kann und wie man dadurch im Locus Map Pro am PC nutzen kann. Ganz wichtig ist, auch offline. Wir bauen unsere Navigationsanwendungen, legen wir immer großen Wert darauf, dass das immer offline-fähig ist, weil es auf einer Reise nicht vorher sicher gesagt ist, dass man hier einen entsprechenden Internetzugang oder eine Internetleitungskapazität hat, die ein Online-Planen zulässt. Wir müssen jetzt dran machen, zu zeigen, wie die Installation geht. Werde ich das in einzelnen Schritten zeigen, Videos mit Screen Recording und dergleichen mehr. Und daher so, dass es jeder für sich selbst in Ruhe nachmachen und selber durchführen kann. Es gibt am Markt mehrere Lösungen, wie man Android auf einem PC emulieren kann. Das geht von klassischen Lösungen mit dem Android Studio oder Xamarin bis hin zu erheblich einfacher, handhabbaren Lösungen, wie zum Beispiel den Memo Player. Vielleicht vorweg, so Emulatoren gibt es auch für Mac. Also die Lösung, die wir zeigen, müsste, wenn man einen entsprechend guten Emulator auf Mac-Ebene findet, ebenso durchführbar sein. Ich selbst habe mit Mac viel zu wenig Erfahrung, um hier zum Beispiel zu zeigen. Die Lösung, die ich zeige, funktioniert jedenfalls mit Windows 10 und dem sogenannten Memo Player. Der Memo Player benötigt die Komponente Hyper-V von Windows installiert. Hyper-V ist eine Umgebung, in der ich in einem Betriebssystem ein weiteres Betriebssystem emulieren kann. Damit kann man eine Linux-Umgebung zum Beispiel emulieren, damit kann man eine Windows-Umgebung emulieren, aber es schafft auch die notwendige technologische Basis, um ein anderes System zu emulieren. Um diese Komponente zu installieren, muss man beim Rechner in die Systemsteuerung gehen. Das ist recht leicht. Man geht in die Systemsteuerung hinein, öffnet diese und in der Systemsteuerung gibt es mehrere Rubriken. Es kann sein, dass die Anzeige, so wie hier bei euch aussieht, die großen Symbole hat oder auch die kleinen. Meine Empfehlung ist, damit es jetzt für alle zum Bedienen am einfachsten ist, stellt die Ansicht auf die kleinen Symbole um. Und hier findet ihr eine Rubrik, die da Programme und Features heißt. Diese bitte anklicken. Und in dieser Rubrik versteckt sich oben links eine Funktion, die heißt Windows Features aktivieren oder deaktivieren. Die bitte wählen, worauf sich folgendes Konfigurationsfenster öffnet. Und in diesem Konfigurationsfenster findet sich eine Komponente namens Hyper-V. Diese durch Anhaken auswählen und nach Pressen, also nach Drücken des OK-Knopfes wird diese dann auch heruntergeladen und installiert. Das kann jetzt ein paar Minuten dauern, bis diese installiert ist. Da einfach die Geduld haben, bis das System mitteilt, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde. Je nachdem, so wie hier, kann es einem passieren, dass nach der Installation der Hyper-V-Komponente der Windows-PC neu gestartet werden muss. Das ist dann durchzuführen, damit man den nächsten Schritt ordentlich und sauber, nämlich die Installation des Memo-Players, durchführen kann. Daher einfach auf Jetzt neu starten klicken und nach dem Neustart mit den nächsten Schritten fortsetzen.
Den Memo Player kann man jederzeit von der Webseite www.memoplay.com herunterladen. Die Webseite hier im Browser geöffnet und hier findet sich gleich auf vorderster Seite der Download-Klick. Einfach mal einmal anklicken und die Installationsdatei, das Setup-Programm wird heruntergeladen. Nach dem Download, dieses Öffnen, das liegt in der Regel dann direkt im Download-Ordner. Ich mache den jetzt bei mir auf, dort findet sich dann eine Datei, die heißt memoinstaller.exe. Diese mit Doppelklick ausführen, bitte darauf achten, dass die Installation mit Administratorrechten ausgeführt wird. Dauert es ein bisschen, nach ein paar Sekunden taucht dann der Memo-Installer am Bildschirm auf und wird dann weitere Eingabe- und Konfigurationsschritte von uns verlangen. So, jetzt ist er nun da, der Memo-Installer. Am ersten Schritt hier einfach mal auf Install Now klicken. Dann hier ganz klassisch Lizenzbedingungen, die kein Mensch liest und trotzdem immer akzeptiert. Wenn wir hier jetzt auch nichts anderes machen, mit Accept bestätigen. Und jetzt ist das Ganze etwas Wichtiges. Der Memo Player wird für diese Art zur Nutzung kostenlos zur Verfügung gestellt. Das finanziert sich darüber, dass mit der Installation angeboten wird, auch weitere Programme zu installieren. Wie hier zum Beispiel von McAfee den Webadvisor. Bitte hier unbedingt auf Decline klicken, damit keine zusätzliche Software installiert wird. Jetzt ladet der Memo-Installer die notwendigen Dateien und Programme über die Internetleitung herunter. Ganz auf Leitungsgeschwindigkeit kann das schon ein paar Minuten dauern. Hier einfach Geduld und warten, bis er fertig ist. So, noch nicht allzu langer Zeit ist die Installation abgeschlossen, die dann mit Finish hier beendet werden kann. Das Installationsprogramm schlägt vor, gleich den Memo Player zu starten. Das kann man auch machen. Wir werden das jetzt bewusst nicht tun, weil wir ein paar Einstellungen der Android-Umgebung gleich vorweg anpassen wollen. Daher meine Empfehlung hier mit Close den Installer beenden. Auf dem Desktop und im Startmenü müssten jetzt zusätzliche Icons aufgetaucht sein, nämlich einmal dieser Memo-Icon und einmal dieser Multi-Memo-Icon. Bitte den Multi-Memo-Icon öffnen, dort kann man nämlich die Android-Umgebung noch näher konfigurieren, was wir jetzt tun werden. Hier sieht man, hier könnte man auch mehrere Android-Umgebungen nebeneinander betreiben. Uns reicht eine und diese erste Android-Umgebung, die automatisch angelegt wurde, wollen wir jetzt näher konfigurieren. Das kann man hier über das Zahnrad machen. Dazu das Zahnrad anklicken und hier ein paar Einstellungen verändern. Je nachdem, wie viel Speicher das Hostsystem hat, empfehle ich hier mindestens 2 GB Speicher der Android-Umgebung zu geben. Hat man einen Rechner mit 16 GB Speicher, kann man hier auch 4 GB RAM geben. Mehr wie 4 GB ist keinesfalls notwendig, um das sinnvoll zu betreiben. Das System wählt automatisch, je nach Grafiktreiber, ob man über OpenGL oder DirectX arbeitet. Also hier ist die Vorselektion in der Regel eigentlich recht gut. Hier kann man auch aktivieren, dass sich das Android, das in der Umgebung läuft, im sogenannten Root-Modus läuft. Das hat den Vorteil, dass man auch Anwendungen betreiben kann, die den Root-Modus erfordern. Nicht erforderlich ist es, die Memory Optimization der Graphic Processing Unit zu aktivieren. Das hat bis jetzt ohnedem auch einwandfrei funktioniert. Das ist vermutlich eine Einstellung, die vor allem für Spiele wichtig sein kann. In der nächsten Rubrik empfehle ich die Auflösung hier entweder auf 1280x720. Oder durchaus, wenn es das Hostsystem kann, ruhig mit 1920x1080 zu betreiben. Auch hier ist es wieder eine Frage mehr davon, welche Auflösung das eigentliche Hostsystem hat. Diese Auflösung kann man hier durchaus wählen. Das macht dann Sinn, wenn man das Android dann im Vollbildschirm auf dem Hostsystem betreibt. Anti-Flickering habe ich bis jetzt eingeschalten lassen, das hat sich bewährt. Und auch mit 60 Bildern pro Sekunde, also 60 Frames per Second, die Einstellung hat sich auch sehr gut bewährt. Einschalten würde ich auf jeden Fall, dass das Caching hinsichtlich Arbeitsgeschwindigkeit optimiert wird und nicht unbedingt auf Stabilität. Ich hatte nämlich bis jetzt keine Stabilitätsprobleme, somit dürfte also die Caching-Richtlinie für beschleunigtes Arbeiten weitreichend gut arbeiten. Bei der Datenträgerverwaltung empfehle ich auch Auto-Expand einzuschalten, das heißt, wann immer das Hostsystem mehr Speicher braucht, wird einfach
Der Container heißt das im Fachjargon für das virtuelle System vergrößert und somit hat man also immer genug Speicher im Antrieb, solange das Hostsystem ausreichend Arbeitsspeicher und vor allem in dem Fall Festplattenspeicher hat. Dann kann man einstellen, welches Modell und Gerät die Oberfläche ähneln soll. Ich habe Google Pixel eingestellt, das ist aber einfach nur Geschmackssache. Kann hier auch eine Telefongesellschaft oder eine Mobiltelefonnummer hinterlegen, wenn man das möchte. Auch erzeugt dieses Android-System eine eigene E-Mail. Das ist wichtig für Anwendungen, die eine Telefonnummer und E-Mail brauchen. Für das Locus Map Pro ist es relativ irrelevant, da das diese Informationen nicht nutzt. Dann ist es so, die Android-Umgebung hat Zugriff über das Hostsystem auf das Internet und das brauchen wir auch. Hier empfehle ich den mobilen WLAN-Spot zum Beispiel einfach Memo zu nennen. Wichtig ist, es darf keinen Hotspot bereits mit diesem Namen geben. Der Rest ist kein Problem, die MAC-Adresse kann eine künstlich erfundene bleiben. Wenn man im Netzwerk irgendwo Einschränkungen hat, könnte es notwendig sein, hier Anpassungen vorzunehmen. Dann zu guter Letzt kann man auch wählen, welches Mikrofon, welcher Lautsprecher durchgeschalten wird. Das ist halt dann interessant, wenn man in diesem eigentlichen Emulationssystem auch Hardware von außen verwenden will. Vor allem Kamera, Mikrofon und Lautsprecher. Beim Aussehen würde ich das grundsätzlich einmal so lassen, wie sie eingestellt ist, aber das ist Geschmackssache. Letzten Endes unter den Einstellungen auf jeden Fall das System auf Deutsch stellen und auch ganz wichtig, die virtuelle Tastatur aktivieren und die Android-Benachrichtigungen bitte ausschalten. Die sind sehr anstrengend und nerven am Windows-Bildschirm. Den Zeitabgleich würde ich aktivieren, das heißt, das Android-System erbt die Uhrzeit des Host-Systems. Und zu guter Letzt eine Einstellungen in der letzten Rubrik ändern und hier ist meine Empfehlung. Die Mauszeigereinstellung, die ist im Originalzustand aktiviert. Bitte diese aktivieren, es wird euch sonst schwer fallen, in dem Android-System einen Klammeraffen zu tippen. Und falls ihr die Funktion braucht, hier bitte eine andere Tastenkombination vorsehen. Diese Einstellung mit Ja speichern und damit ist das Ganze schon soweit gespeichert, dass man es verwenden kann. So, nachdem der Memo Player installiert ist, findet man hier eine Android-Umgebung, die man natürlich jetzt ganz leicht nach unserer Konfiguration, die wir auch schon durchgeführt haben, starten kann. Um sie zu starten, braucht man hier auf den Startknopf zu drücken und die Emulationsumgebung fährt hoch. Das dauert nur wenige Sekunden, bis sie online ist. Das geht wirklich recht zügig. Als erstes wird uns jetzt wahrscheinlich das System danach fragen, den Treiber für das virtuelle Keyboard zu installieren. Das werden wir auch tun. Also wie man sieht, hier kommt die Frage, virtuelles Keyboard ist aktiviert. Die soll unbedingt installiert werden. Das hier bitte auch bestätigen, damit die Installation von dem virtuellen Keyboard stattfindet. Das verbessert einfach die Art und Weise, wie man aus dem PC heraus das System aktivieren kann. Der nächste wichtige Schritt ist, dass man sich mit seinem Google-Account auf diesem Gerät identifiziert, weil es dann möglich ist, alle Apps, die man schon für ein Handy gekauft hat, unter dem gleichen Google-Account auch in dieser virtuellen Umgebung kostenlos, ohne ein weiteres Mal hier zu kaufen, installieren kann. Das heißt, auch bei Google ist es so, die Installation einer App hängt immer am Account, nicht am jeweiligen Device. Auch der Kauf hängt immer am Account. Hierzu einfach den Play Store, der sich hier drin befindet, aufrufen. Und hier wird man als erstes dann natürlich gebeten, sich anzumelden. Das werden wir jetzt machen. Und das nutzt jetzt die Verbindung des Hostsystems, um die Anmeldung durchzuführen. Hier, wie gesagt, wichtig, die E-Mail-Adresse des eigenen Google-Kontos verwenden, wie immer die auch lautet. Das muss nicht eine Gmail-Adresse sein, das kann es bloß sein. Das ist wirklich jeder Account, den ihr auf eurem Handy auch für Google verwendet. Natürlich wird das System jetzt euch nach eurem Google-Account-Kennwort fragen. Auch das muss man hier logischerweise ganz normal einfach eingeben, wie wenn es ein Handy wäre. Die Nutzungsbedingungen auch hier, wie so oft, man liest sie nicht und stimmt diesen zu. Ob man dieses System auch als Google Drive sichern möchte, das kann man sich überlegen. Ich lasse das jetzt aktiviert, das ist nicht ganz unpraktisch. Das heißt, wenn man das nächste Mal ein virtuelles System aufbaut, könnte man das wie bei einem Handy aus dem Google Drive restaurieren, spart einen Haufen Setup-Arbeit. Daher lasse ich es ein. Gut,
Ich werde jetzt hier gleich einmal nach dem Locust Pro suchen. Und was man hier sieht, und das ist etwas, was in der virtuellen Umgebung schon aufgefallen ist, es scheint einige Zeit zu dauern, bis die Emulationsumgebung die Rückmeldung vom Google Server bekommt und dort registriert ist. Solange das nicht fertig vollzogen ist, denkt das System noch immer bei Apps, die ihr schon gekauft habt, ihr habt es noch nicht gekauft. Da braucht man sich jetzt keine große Sorge zu machen, sondern einfach warten eine Zeit lang. Im Hintergrund laufen jetzt viele Synchronisationsdienste durch und führen dann dazu, dass nach einer gewissen Zeit der Google Server, auch der Play Server, weiß, dass ihr auf dem Gerät mit eurem Account angemeldet seid und ihr könnt die gekauften Apps wie gewohnt installieren. Hier heißt es einfach nur ein wenig Geduld haben. Vorwegnehmen kann ich auch, selbst wenn man hier jetzt draufklicken würde und es kaufen versucht, im Zahlprozess stellt das System fest, dass man die App bereits erworben hat und verhindert ein weiteres Kaufen. Also man kann nicht versehentlich eine App und am gleichen Account zweimal kaufen, das ist gar nicht möglich. Nichtsdestotrotz, hier ist mein Tipp, einfach die virtuelle Umgebung laufen lassen. Ihr erkennt an einer Nachricht auf eurem regulären Google-Device, dass er nämlich von einem weiteren Computer angemeldet hat, dass sämtliche Registrierungen durchgelaufen sind. Warum die in der virtuellen Umgebung etwas länger dauern wie bei einem physischen Device, entzieht sich meiner Kenntnis. Es hat aber die Erfahrung gezeigt, einfach eine Zeit lang laufen lassen und das funktioniert ebenso wie gewohnt. Hier ist halt einfach ein wenig Geduld gefordert. So, bei mir hat es jetzt ungefähr 10 Minuten gedauert, bis der Play Store die Registrierung des Google-Kontos mitbekommen hat. Also hier heißt es einfach etwas Geduld haben. Wie schon gesagt, es ist mir jetzt noch nicht ganz klar, warum das in der Emulation manchmal länger dauert, ist aber egal, es funktioniert verlässlich. Dann einfach den Play Store wie gewohnt öffnen und hier natürlich jede Anwendung, die man installieren und verwenden möchte, installieren. Hier werden wir natürlich auf jeden Fall mal Locust Map Pro herunterladen und installieren. Wie man sieht, jetzt weiß das System auch, dass ich es bereits gekauft habe. Und dann braucht man es nur anklicken und wie gewohnt auf den Installieren-Knopf klicken und die Installation wird gestartet. Wir werden gleich bei der Gelegenheit ein paar andere Sachen gleich mit installieren, nämlich den sogenannten B-Router. Das ist eine Background-Routing-Anwendung, die mit Locust Map Pro zusammenarbeitet. Lass mal kurz noch suchen, B-Router. Und hier haben wir auch schon B-Router Offline-Navigation. Auch diesen werden wir gleich mit installieren. Ebenso werden wir dann jetzt auch noch das ein oder andere interessante Programm, das man zur Offline-Navigation gern am Rechner oder in dem Fall in der Emulation haben möchte, mit installieren. Das wäre auch das OSMAND Plus, das auch eine recht brauchbare App ist, die man auch kaufen muss. Kostet ähnlich viel wie das Locust Web Pro. Auch die werden wir installieren. Und zu guter Letzt natürlich auch ein Programm wie Sidekick. Schauen wir mal, ob das mit dem hier kompatibel ist. Das ist auch eine wirklich sehr gute, allerdings rein straßenorientierte Navigationsanwendung. Diese werden wir auch installieren. Sehr gut. Ebenfalls installieren werden wir natürlich Google Maps, das ist klar. Das ist eine sehr nützliche Standardanwendung. Die installieren wir hier. Und wir werden auch noch installieren Google Earth auf dem Android. Installieren. Hoppla. Muss das euch bestätigen, was das Ding fragt. Sonst funktioniert das Ganze nicht. So, akzeptieren. So, gut. Und nun installieren sich da rein auch diese Apps, wie man es kennt. Mal schauen, ob die inzwischen alle vorhanden sind am Desktop. Hier rechts außen, wenn man es in Vollbildmodus gegeben hat, versteckt sich die typische Leiste mit den Knöpfen, um zurückzukommen. Hier kann man so ganz wie gewohnt zurückgehen. Wie man sieht, einige der anderen sind schon installiert. Manche andere installiert noch, wie man hier im Hintergrund sieht. Das läuft ganz klassisch, wie man es bei Google kennt, also in keiner Weise anders. Und wir werden jetzt mal Locust Map Pro öffnen, um einfach zu sehen, wie es das hier auf dem PC läuft und rennt. Und wie man sieht, kommt ganz klassisch eine Hinweise zu den Nutzungsbedingungen. Dann sagen wir, ja, das ist in Ordnung.
Dann gibt es hier wieder ganz klassische Lizenzvereinbarung, wo man sagt, ja, ich bin ein Veranstalter, ohne es auch groß zu lesen. Und jetzt wird Locus Web Pro zum ersten Mal initialisiert und ist dann aber sofort verwendbar. Wie man sieht, Locus Web Pro ist geladen und wir befinden uns hier sogar schon in Wien. Falls bei euch das GPS denkt, dass ihr nicht in Wien seid, dann lasst sich das jederzeit ändern. Das ist so, dass hier kein echtes GPS-Signal vom Computer durchgeschleust wird, sondern man kann hier dieses GPS-Symbol, das man hier anklickt, festlegen, wo man auf der Weltkarte ist. Hierzu einfach an die Stelle, wo man hin möchte, scrollen, dort die Nadel setzen und dann mit unten mit Speichern die Position speichern und das GPS positioniert euch dann genau an die Stelle, die ihr hier außerhalb des Emulators angegeben habt. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja, das war jetzt schon mal der ganze Trick, um Locus Web Pro zu installieren. Ich werde jetzt dann noch weitere Videos machen, die ein bisschen verraten, wie man das Locus Web Pro sinnvoll konfigurieren kann. Werden wir dann natürlich auch alles zeigen, auch wie man die anderen Apps hier verwenden kann. Aber wie man sieht, Locus Web Pro in der Emulation auf einem Windows-PC ist überhaupt kein Problem und jederzeit möglich. Das ist, wie gesagt, geht wunderbar. Man kann sich auch hier mit der Maus hin und her bewegen und mit einem Doppelklick, vermute ich einmal, zoomt man höchstwahrscheinlich auch hinein. Ne? Okay, muss man mal anschauen, wie der Klick geht, um zu zoomen. Ah, da unten sind sie, sehen Sie, so einfach ist es, da unten sind die Tasten, um hinein zu zoomen. Auch dieses geht in ganz gewohnter Form. Ich werde dann auch zeigen, wie man hier Karten zusätzlich installiert und dergleichen mehr. Aber das sind ganz normale Anleitungsvideos, die generell mit der Locus Map Pro Konfiguration zu tun haben und haben nichts speziell mit Emulation zu tun. Daher, wie ihr gesehen habt, es geht recht leicht, Locus Map Pro auf einem PC zum Laufen zu bringen. Und somit ist das mein vorheriges Versprechen, dass es möglich ist, eben auf einem PC die gleiche App zu verwenden wie zum Navigieren. Die ist hiermit erfüllt. Und ja, ich wünsche euch selber viel Freude beim Ausprobieren. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich erstens freuen über einen Daumen zum Video, wie auch ein Abo des Kanals. Wir werden hier weiter viele Videos zum Thema GPS-Navigation bringen und kann euch versprechen, dass wir da ähnlich spannende und nicht ganz so bekannte Lösungen, wie wir sie hier heute haben, zeigen werden. Daher viel Spaß und bis bald zum nächsten Video.